Hallo und willkommen zurück zu Chark. Beim letzten Mal sind wir hier im Burghof stehen geblieben und hatten die Aufgabe, uns eine Rüstung zusammenzusammeln, die wir dann in der Nähstube hier zu einer fertigen, ja, kompletten Rüstung, ja, zusammenfügen wollen. Und bevor wir hier weitermachen, wollte ich doch noch mal ein kurzes Resümee geben, für mich so, wie ich das Spiel bisher einschätze. Denn ja, ich war am Anfang wahrscheinlich ein bisschen unentschlossen, wie ihr gemerkt habt. Ich bin rangegangen mit der Erwartung, dass ich hier ein klassisches Point-and-Click-Adventure bekomme, mit viel Text, mit viel Dialog und ziemlich eng an der Story entlang geführt. Das ist hier natürlich auch, aber ohne, dass einem was von der Story gesagt wird. Es gibt hier keine Dialoge und am Anfang konnte ich nicht so richtig einordnen, was es für ein Spiel ist und wie diese Mechaniken hier funktionieren. Das habe ich aber mittlerweile klar bekommen und ich muss sagen, ich habe mich richtig reingezockt. Mir gefällt es sehr, sehr gut mittlerweile und mag das Artwork, mag die Musik, finde die ganze Stimmung hier toll und werde es auch wirklich bis zum Ende jetzt durchzocken, weil ich habe es doch lieb gewonnen. Und ja, würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen auch tatsächlich gefällt am Ende des Tages. So, geredet haben wir von der Nähstube. Und da ist hier unser, ja, unsere Puppe. Ja, ohne Puppe halt. Aber wo wir die Sachen, die wir schon haben, wie die Stiefel, wie dieses Hemd und die Handschuhe schon mal drauf haben. Und es fehlt uns ja unter anderem noch ein Helm. Und da seid ihr jetzt auf die Idee gekommen. Genauer gesagt, die Nala. Ich kann den mir mit den Handschuhen holen. Nur, die muss ich mir mal wieder nehmen. Und wir gehen jetzt mal zum Zeltlager, denn da liegt der Helm direkt in der Schmelze. Und den müssen wir da rausholen. So, einmal zum Zeltlager. Und jetzt kommt der Xenon noch mit einem Kommentar. Der sagt, hier liegt ein Baumstamm irgendwo rum, der so weit weg von seinem Bestimmungsort ist. Ich sehe ihn jetzt aber irgendwie noch nicht. So, junge Prinzessin, wir probieren das jetzt mal mit den Handschuhen. Na also. Vielen Dank, Nala, aber auch irgendjemand, der das schon mal bei der Folge 3 geschrieben hat. Ich weiß jetzt aber nicht, wer das war. Und ihr seht, wir haben jetzt noch das nächste Problem. Der passt nicht in meine Inventartasche. So, und jetzt kommt der Dirk Money und die Nala nochmal mit Hinweisen um die Ecke. Und zwar, ich habe ja diese zerrissene Zaubertasche. Da könnte es reinpassen, weil eine Zaubertasche, die ist ja immer mit einem unendlichen Inventar ausgestattet. Die ist aber kaputt und die müssen wir erst reparieren. Und das gucken wir mal genauer in der Nähstube an. Vielleicht können wir endlich hier mit diesem Webstuhl mal was machen. Die kleine Prinzessin will nicht, aber hier lag ja auch noch Nähzeug auf dem Tisch. Können wir hier irgendwas mit anfangen? Ja, platzieren können wir es. Nadel. Die Löcher sind zu groß, um sie einfach zu nähen. Ich muss sie flicken. Ich kann den Flicken von hier aus schneiden, okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Jetzt muss ich auch noch nähen, also. Leute, was ich alles für euch tue. Ja, und wenn man dabei schwätzt und sich nicht konzentriert, kommt es auch nicht auf die Reihe. Also einmal ruhig bleiben. Mein Grafiktablett kann ich hier leider gerade nicht verwenden. Das sieht doch gut aus. Klicken. Check. So. Klicken drauf. Nadel und Faden. Ich muss es erst fixieren.
Leute, wer hier noch nicht nähen kann von euch, der lernt es in diesem Spiel. Ist fixiert. Jetzt muss man auch noch geschickt werden hier, oder wie? Das ist mir jetzt gerade nicht ganz klar. Aha. Wie muss ich denn die Nadel führen? Ach, ich muss die Nadel auch noch richtig führen. Von oben und von unten abwechselnd. Also das Spiel gibt einiges her an Ideen. Und auch an schönen Umsetzungen einfach, ne? Während das in anderen Spielen einfach so ein Benutze-Nadel mit Flicken wäre, muss man es hier halt in der Tat auch mal selbst machen und die Maus auch führen. Aber für alle, die das nochmal selbst spielen wollen, sage ich einfach gar nicht zu viel jetzt, ne? Muss ihr dann mal selbst rausfinden, wie das geht. Perfekt, das erste Loch haben wir. Jetzt haben wir noch ein zweites Loch. Bin mal wieder zu hektisch. Ja, es ist echt alles in dem Spiel dabei. Ein bisschen Action, ein bisschen Geduld, viel Rätselraten, viel Kombinieren. Ich finde es echt gelungen, muss ich sagen. Es macht echt Spaß. Und ob ihr es hier gesehen habt oder nicht, spielt es doch einfach nochmal selbst. Na, so. Hier geht's los. So. Haben wir das doch. Perfekt. Tasche genäht. Dann kann es ja losgehen. Tasche ab ins Inventar. Jetzt habe ich die Tasche in der Tasche. Perfekt. Ich kann alles tragen, was ich will. Jetzt ist die Frage. Genau, ich habe die... die kleine Tasche habe ich gar nicht mehr. Alles klar. Es wäre für mich jetzt interessant gewesen, wäre die kleine Tasche in der großen. Das wäre dann echt lustig gewesen, weil dann hat ja die kleine, also die Zaubertasche, ein größeres Inventar als die andere, obwohl sie in der anderen drin ist. Sehr schön. So. Jetzt gehen wir einsäckeln, was hier noch rumliegt. Das ist der Helm. Das Kettenhemd. So, und hier hinten kommen wir nicht dran, gell? Ich weiß noch immer nicht ganz, welchen Baumstamm Xenon Edelgas meinte. Gut, so nicht. Hier hinten ist noch... Meint er das? Ach. Nicht Baumstamm, Baumstumpf. Gut, danke Xenon.
Ich hab's doch gerafft. Und ich würde sagen, wir haben alles. Ich wüsste jetzt nicht, was noch fehlt. Gehen wir mal in die Nähstube zurück. Und jetzt tackern wir das alles mal zusammen. So, ich würde mal sagen, erst das Kettenhemd. Ach, mir fehlt ja noch ein Höschen, würde ich sagen. Die Handschuhe. Sehr schön. Und? Irgendwas unten rum, oder? Ich weiß noch immer nicht, wofür ich die Drachenschuppen und die Feder brauche und den Becher. Aber ich denke, das finden wir auch noch raus. So. Was fällt mir denn da jetzt noch ein? Waffenkammer? Nö. Hat er doch gerade noch irgendeinen Geistesblitz? Nee, gut. Hier wollen wir ja nachher hin, wenn wir die Rüstung haben. Hier bist du falsch, kleine Prinzessin. Wir gucken einfach nochmal rum. Im Stall war nichts. In der Pforte. Auch nicht der richtige Ort, um sich aufzuhalten. Okay. Kerker. Schauen wir da nochmal rein. Nö. Ja. So, hier haben wir immer noch das Rätsel mit diesem, wie es die Wing Charlie Yannicka so schön nannte, Steampunk-Schild. Da kann ich auch noch nichts mit anfangen. Jetzt weiß ich nicht, wer es geschrieben hat. Es war ja bei dem Spiel so, in der ersten Szene im Kerker, dass man etwas auch mehr als einmal machen muss, bevor es klappt. Und ich habe ja immer noch hier diese Geschichte mit der Möhre offen. Und den Ratten. Ich habe ja erst einmal an der Möhre gezogen. Wir machen das jetzt nochmal. Da tut sich aber nichts. Beobachten wir die Szenerie nochmal? Nein. Nichts passiert. Was ist denn hier noch alles? Wir haben noch die Glocke. Noch den Becher. Die Huhnfeder. Illustrationsfragment. Was soll das nochmal? Was kann mir das nochmal helfen? Kann ich es irgendwie anschauen? Nein. Nee, so ganz. Ganz habe ich es nicht verstanden. Warum läuft sie denn eigentlich nicht mehr? Also im Zeltlager habe ich doch alles, oder? Schauen wir noch mal hin, ob ich irgendwas übersehen habe. Was ist in diesem Zelt? Nichts mehr. In dem war das Kettenhemd. Ist auch nichts mehr zu holen. Nö. Hier hinten haben wir alles. Hier auch. Also Zeltlager fertig. Wo geht's nochmal in den Stall rein? Das
Pferd kitzeln, macht ja keinen Sinn. Drachenschuppen, was soll das Pferd mit Drachenschuppen? Gar nichts, ne? Mit dem Becher können wir auch nichts anfangen. Nein, da ist nichts drin. Ich brauche nicht schauen. Da ist nichts drin. Mensch, kleine Prinzessin, ne? Muss ich doch nochmal selbst davon überzeugen. Nichts drin. Kann ich hier irgendwie was draus bauen? Nee, ne? Kann ja keine Gegenstände kombinieren. Das kann es also nicht sein. Du, hier oben, mit dir kann ich auch nichts machen. Es geht noch zum Thronsaal. Gucken wir uns das nochmal an. Den Kollegen haben wir auch noch. Hat sie aber doch Angst. Ja, das will er ja auch nicht haben. Kitzeln will er, gekitzelt will er auch nicht werden, so rum. In dem Becher ist auch nichts für ihn drin. Hier ist nichts. Nichts, nichts, nichts. Und die Tür? Nein, also wie kriege ich den Kollegen hier weg? Das weiß ich auch noch nicht ganz. Ich brauche noch ein Schwert, das fehlt mir noch. Was ist der Unterschied? Er hat noch ein Schwert in der Hand. Ansonsten, eine Hose scheint doch gar nicht unbedingt wirklich zu fehlen, oder? Der Rest sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, das Schwert. In der Waffenkammer. Muss doch dieses Spinnennetz irgendwie zu einem Faden spinnen können, oder? Nein. Der Tag kommt, an dem wird das gehen. Bin ich mir ganz sicher. Also, Waffenkammer, nächste Adresse. Ein Schwert. Das Fass, das habe ich noch nicht gesehen bisher. Okay, also machen wir mal. Das gibt jetzt direkt Ärger. Geh in den Schrank. Ja, das war die richtige Entscheidung. Was hat mir das jetzt gebracht? Nichts, oder?
Ja gut, die Katze ist weg. Hier fehlt aber immer noch was. Aber die Katze ist weg. Becher reinklemmen. Nein. Gut, Spaß beiseite. Das war ein bisschen lächerlich. Also, die Katze ist weg. Aber das kann es jetzt nicht gewesen sein, oder? Ich lunz jetzt nochmal in den Kerker, weil dieses Biest hier unten ist doch auch bestimmt, dass das da in dem Kerker sein Unwesen treibt. Gut. Aber hier waren sie gerade zu zweit. Das habe ich jetzt irgendwie übersehen. Ob das von Bedeutung war, weiß ich nicht. Aber hier oben ist jetzt frei. Perfekt, so muss das sein. Gut, das kriegt sie noch nicht hin. Was ist das? Mit Sicherheit keine Nuss-Nougat-Creme? Nein. Ich sehe schon. Teer und Feder. Das ist noch ein Fragment, oder? Ja. Aha. Muss euch doch irgendwie zusammenpuzzeln können, oder? Nee, aber dann muss ich euch irgendwo in den Bilderrahmen puzzeln. Wenn ich euch nicht im Inventar miteinander verbinden kann, dann irgendwie außerhalb mit einem anderen Gegenstand zusammen. Und hier geht's wohin? Wahrscheinlich direkt zum Zauberer. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Drachenschuppen hier mal eingetaucht? Mhm. Nicht einverstanden. Kann ich einfach einen Kelch damit voll machen? Ja. Es klappt so nicht. Und schon wieder nicht. Also die Idee ist nicht schlecht, den Becher da zu befüllen, aber es muss anders gehen. Irgendwas kann ich hier oben machen, ich weiß nur noch nicht genau was. Okay. Das finden wir raus. In den Turm müssen wir jetzt nicht. Oder können wir nicht? Ja. Hier komme ich auch nicht weiter. So, dann lasst euch doch mal inspirieren, liebe Leute, hier von zwei Illustrationsfragmenten, einem Becher, den ich irgendwie mit Teer, vermutlich Teer füllen kann, aber nicht dabei irgendwie in das Fass reinfallen möchte, einer Feder vom Huhn, Drachenschuppen und einem klebrigen Spinnennetz. Ich habe irgendwie immer noch die Idee, dass ich mich mit diesem Spinnennetz irgendwie selbst schützen kann, oder? Um da eben nicht reinzufallen. Wird das gehen? Nee, mit dem Spinnennetz macht Madame gar nichts hier. Also lasst euch inspirieren von den Dingen, die ihr seht, von den Räumen, die ihr jetzt kennt.
Und ja, werdet kreativ, findet Ideen, macht mir Vorschläge und ich probiere es aus. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier nicht irgendwie gemeinsam gelöst bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.